Hallöchen zu einer weiteren Runde GTA Online. Wie es aussieht, nee, doch kein Transformer, sondern Rocket Voltic. Mit dabei sind natürlich der Fjalk. Hallo. Der Stormy. Hallo, hey. Und auch der Bacon. Oink, oink. Mein armer linker Stick. Das tut mir jetzt schon leid. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und ihr wisst, in den Kurven immer hupen. Mhm. Ja, klar. Hab jetzt halt die Straßenlage ungemein. Nein, ich will doch meinen Weihnachtsmannanzug. Mir egal, ob Weihnachten vorbei ist oder nicht. Ich gehe immer noch als Weihnachtsmann. Ja. Nee. Hässlicher Helm da. Geht meinem Auto eh nichts von. Ja, ich bin bereit. Dito. Oh, warum war ich denn nicht bereit? Rum. Oh, die Strecke sieht gut aus, was ich hier gerade so gesehen habe. Ich bin da nicht so sicher. Ich auch noch nicht so ganz. Ich sehe da hinten schon einen riesen Wallride. In pink-blau. Nein, das sieht nur so aus. Ja, Bacon, du mich auch. Was? Das war ein Versehen. Ja, ich hab das gesehen, das Versehen. Danke. Würdest du was nie aus Absicht machen? Klappe zu. Oh, scheiße. Eigentlich fest. Und ich ramme mein Auto gegen die Dingmus. Das wollte ich auch nicht. Ich bin tun. Nicht in der Kurve. Ich komme aus grade. Der Kurve nicht so. Mehr raus. Stormy, was machst du? Wieso fährst du mir von hinten auf? Das war der Schub. Bisschen blöd getimt gerade mit dem Schub. Ich schätze mal, dieses Rennen gewinne ich nicht. Oh oh! Und kann man nie wissen. Wir fahren jetzt zwei Runden also im Kreis, oder? Guck mal, da außen ist da noch was. Ja, denke ich auch. Dachte ich auch. Nö, das ist ein kurzes Rennen. Nö, ist es nicht. Nee, doch nicht. Es ist nicht, ach du meine Scheiße. Jetzt kommt erst der spannende Nein, Teil. Tommy! Entschuldigung, da warst du zu nah hinter mir. Nee, alles gut. Es war. Ich hab, glaube ich, einfach zu weit nach rechts rüber gelenkt und da warst du dann auf einmal. Entschuldigung, klang total ehrlich. Nee, wirklich, das war nicht Stormys Verschulden. Ach, der Wallride ist ja easy. Naja. Ja, solange du am Wallride dran bleibst, ist der easy, ja. Schauen wir, ob ich das vielleicht noch unten regeln kann. Ja, kann man. Weil selbst wenn du runterfällst. Ja, ich will mich immer wegpusten. Das ist ja Dauervibration hier. Übel. Wow. Verkugel dich doch nicht stundenlang. Ach Gott. Das ist erst Runde 2? Ach du Scheiße. Ja. Aber wir fahren ja auch nur 2 Runden. Stormy, ich komm langsam näher. Merk's. Das Problem ist, der Pferd kommt auch näher. Das finde ich nicht gut. Ich komm nicht näher. Das ist in Ordnung. Was? Das Spiel verkündet gerade Neuigkeiten. Stormtrooper ist auf dem ersten Platz. Hast du ein Radio-Ding ja. an oder was? Und ich war kurzzeitig auf dem zweiten eingeblendet, was gar nicht gestimmt hat. Aber... Ja, das ja. ist doch bei so Rennen häufiger, dass der ja. bei tollen Kurven nicht mehr weiß, wer jetzt vorne ist. Ja, aber bei so übereinandergehenden, aber das war jetzt gerade seltsam. Uhuhuhu.
Nein, 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 nicht, nein, nein, mach das nicht, mach das nicht. Dachte ich mir auch gerade so. Stormy. Ah, die Klappe da hinten. Stormy. Lang. Kugel ich wieder stundenlang. Ach. Bist du schon nervös? Nö, eigentlich nicht. Ich bin aber recht nah. Weiß. Ich warte auf deinen Fehler. Dann warte. Ich hab weiter. Gleich Windschatten. Oh, das war blöd, was ich gemacht hab. Mich freut's. Ja, zumindest ist es der Pferd hinter mir. Wenn der vorbeizieht, krieg ich einen Rast. Nee, das schaff ich nicht. Das wäre jetzt echt assi gewesen. Ja. Also ich hätte es gemacht, hätte ich es gekonnt, aber... Achso, nee, ich muss ja gar nicht warten. Zeit läuft ja schon. Ja, die Wallrides sind meine absolute... Jetzt bin ich auch noch am Punkt anscheinend vorbeigefahren. Ja, ist sehr interessant, wie du die fährst. Lass mich raten, es liegt an deinen Rucklern? Nee, hier lag es an meiner Doofheit. Ah, okay. Ruckler waren es nur bei den in der letzten Folge beide Sachen. 6700. Hm. Juhu, ich freue mich. Aber nicht sehr weit. Ach, Weihnachten, Kiki. Dann bin ich gespannt, was jetzt kommt im Rennen 4 von 6. Ich hatte die schnellste Runde. Ja, ist ja auch klar, weil ich Aufholen an hatte. Wenn er noch total in Schlagreichweite. Ja, sieht man. Fühl mich ein bisschen wie bei Golf, Ed. Da hättest du aber mehr Punkte als wir. Entschuldigung. Ah, Verwandlungsrennen, oder? Ja. Sieht so aus. Wasserkontrolle. Geil. Doppelte RP, doppelte Dollaris. Ja, aber mach mal vielleicht 3 Runden draus, oder? Mach mal 3 Runden draus. Das ist die eine Runde, sind schon fast 12 Kilometer. Okay, ja, nee, dann lass so. Ja, lass mal so. Sonst ist es mal eine kürzere Episode, freue ich mich eigentlich auch mal drüber. Auf geht's, USA. America, fuck yeah. Ich freue mich schon auf den Flugzeugteil und, ne, wir wissen ja, beim Flugzeugteil nicht kuscheln. Barty? Oh. Barty, wo bist du? Da. Direkt das erste. Was machen wir nicht eh festgestellt, dass es egal ist, was du dort wählst? Oder war das dann das eine, weil die anderen Fahrzeuge, die du reinwechselst, sind doch eh, glaube ich, fest vorgegeben? Ja, die sind durch den Kontrollpunkt vorgegeben. Ja. Oh, immer schön hupen, ne? Ja, klar. Das ist keine Barty. Doch. Doch, das ist... gelötet und dann... Bisschen Karosserie noch drum gemacht. Vielleicht brauchst du eine Brille, wenn du sagst, das ist keine Barty. Ach so. Noch eine. Bacon. Hör auf mich zu bespringen. Ich mach Entschuldigung, ich hab dich nur nachgemacht. Oh, Assis! Und ich drück dann auch noch versehentlich auf die Taste. Tschüss, Jungermann. Und tschüss, ja. Das war mein Rennen. Ja. So viel zur Ruckler. Ich bin gegen die Wand gefahren, weil ich nicht gesprungen bin. Halt. Das ist schief. Ja, so ein bisschen. Ande. Entschuldigung. Wollt ihr da vorne nicht mal einen großen Unfall bauen? Nee, und wen habe ich denn jetzt überholt? Wir haben uns mal kurz gestummt. Nee, ihr wollt darüber reden? Nee, die ganze Zeit und... Ich hab dich nicht da sehe ich euch. Ach, aber war meine Schuld, alles gut. Ich finde es immer lustig, weißt du, wenn ich mit dem Fjalk auf Position 1 so bin, 1-2, wir fahren immer so voll gediegen, gucken, dass wir uns nicht so wirklich wegrammen und beim Bacon ist immer total Krieg angesagt. Ja, Stormy, auch wir beide machen normalerweise... ja, genau, der Bacon ist an allem schuld. Oh, oh. Ja, ich ruckel mich meine tot. Vorsicht. Also sieht sehr gut aus, wie ich hier fliege. Sehr gut. Schöner Formationsflug. Wie ein Profi. Hab dich jetzt aber nicht an der Röhre vorbeigenockt, oder? Nee, alles gut, okay. Ich bin drin.
Hm, er ist drin. Alter! Entschuldigung, musste sein. Oh, ich hasse diesen Helikopter. Ja. Weiß gar nicht warum. Ich bin noch im Flugzeug, gerade erst angekommen. Der ist doch, also abgesehen davon, dass das halt instabil ist, wenigstens berechenbar. Nein, ich flieg nicht auf dem Rücken. Oh, hier gleich kommt gleich was mit Wasser. Bötchen fahren! Ja, es tut mir jetzt schon ein bisschen leid, für Leute, die meine Aufnahme sehen, falls ihr seekrank werdet, aber es lässt sich gerade leider nicht vermeiden. Bei dir kann man wenigstens irgendwie was sehen. Wie, bei dir sieht man nichts? Ja, Daumenkino. Achso, ja. Dann guck doch einfach alles immer schön bei mir. Oh, 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 oh. Echt? Ich habe das geschafft, da oben rauf zu fliegen. Ich bin ein Held. Das schafft, glaube ich, sonst keiner. Ach, Menno. Durch diesen Kack-Hedi-Kram und durch die Scheiße, die ich beim Flugzeug gebaut habe, habe ich die beiden Pappnasen da vorne wieder verloren. Rechts oder links? Wir sind links gefahren, rechts. Aber rechts ist auch nicht schlimm, glaube ich, so wie es aussah. Nee, ich glaube, rechts ist sogar ab. Ja. Aha. Schön synchron die ganze Zeit. Okay, und ich gebe euch recht, wahrscheinlich sind zwei Runden genug. Ja, ich glaube aber auch. Wir wissen ja, genug ist genug. Kommt denn da vorne jetzt? Hoffentlich einfach nur durchfliegen. Bäh, da kommt ein Fjalk. Hui! Oh, könnt ihr euch nicht mal einmal gerade mal so gegenseitig abschießen? Oh, jetzt ist mein Hubschrauber vorbei. Oh. Wow. Okay. Aha, oh, dann soll man also so. Was passiert nochmal, wenn man nicht im richtigen Modus durchfliegt, dann wird man einfach langsam, ne? Stimmt, ich hätte da was drücken müssen. Ja, ich bin gegen das Schild gedonnert. Ich auch. Wenn man nicht im richtigen Winkel durchfliegt, wie er es anzeigt beim Flugzeug, dann wirst du einfach nur langsam, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, glaube ich, keinen Geschwindigkeitsschub, oder? Ja, genau, ja, ja. Ja, gut, das eine ist ja gleichbedeutend. Oh, ich sehe einen! Oh oh. Oh, oh, nein. Oh, huh. Irgendwer ist vor mir. Ja, zwei Leute sogar. Müsste der Fjalk sein, oder? Ja, ja. Ja, aber ich meine, ich meine mit sehen. Oh, zweite Runde, sehe ich das richtig? Ja. Jetzt alle hupen. Fjalk, einmal du hupen. Ja, ja, gleich. Warte. Oh, jetzt. Ey, ich weiß nicht, warum mich in der ersten Runde, als Stormy mich da nur leicht touchiert hat vor der Kurve, ich wollte mir eigentlich den Shadow wegboxen. Voll abgehoben. Ja, ich habe halt versehentlich gehupt. Oh, das ist dieser... Oh, Fjalk, das war nicht gut. Nee, das war zu spät. Tschüss, Fjalk. Ah, und schon spürt Stormy wieder meinen Atem in seinem Nacken. Das ist dein Atem. Alter, nimm mal Tag, Mensch. Da irgendein Mentholbonbon, ist ja grausam. Hast du gegessen, Knoblauch? Nein, das ist dein Körper. Ah, okay. Ihr seid so gemein zu mir. Ja. Ich mach doch auch mal nur Spaß. Ja, Weihnachten ist vorbei, jetzt können wir endlich wieder ehrlich sein. Jawoll, genau. Stormy! Ich flieg hinter dir. Ja. Das muss so sein, das haben wir alle gemacht. Stormy! Oh oh, ich hab Angst, Stormy! Ich flieg oben. Ich versuch heute echt mal. Möge der Bessere gewinnen! Okay. Achtung! Ich komm wieder. Ich bleib unten. Okay. Ich wollte nur sagen, ich bleib unten. Ich geh tiefer. Ich versuch tiefer zu gehen. Ich geh tiefer, tiefer geht nicht. Oh oh. Scheiße. Ich will nur wieder runter.
Gut, dass das keiner gesehen hat. Gut, dass das keiner gesehen hat. Obwohl andererseits, da hätte ich echt mal angeben können. Also Stormy, ich will das heute hier fair zu Ende fahren. Echt jetzt? Dann glaube ich dir das nicht so ganz irgendwie. Nee, möge der bessere gewinnen. Nee, meine erste Überlegung war auch, ich sag das jetzt einfach nur so. Und auf der Zielgeraden boxe ich dich dann weg. Ja, das ist meine Befürchtung. Aber andererseits denke ich mir, möge doch einfach der bessere gewinnen. Das sagst du sonst nie. Also hast du auch keine Aussichten, fair zu gewinnen. Das stimmt gar nicht, ich bin gar nicht so unfair. Naja. Nein, natürlich nicht. Hätte ich eine Strichliste gemacht, wie oft du Leute weggeboxt hast. Aber ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal. Ja, du bist ein Mädchen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, aber das gehörte doch dazu. Ja. Ich bin ein Mädchen. War vor deiner Zeit, Tommy. Da hat er irgendwann mal im Chat erzählt, dass er das erste Mal spielt und ein Mädchen. Das war, glaube ich, in einer unserer ersten GTA-Aufnahmen, als wir damals noch nicht wussten, wie das mit den Playlists und so funktioniert. Und als wir wirklich teilweise dann, wenn wir aus dem Dings raus sind, dann wirklich zum nächsten Rennen gefahren sind, um das dort zu starten und so. Lang, lang ist her. Mhm. Cool. Richtig oldschool. Ja. Ja, aber was meinst du, wie lang dann Episoden werden? Lang. Und das ja, mit und wie wenig Events basteln auch noch nicht verstanden hat und deswegen habe ich die einmal durch den Pool unten am Hafen schwimmen lassen. Somit dann habe ich gezählt, wer am meisten Runden geschafft hat. Hui. Das sah seltsam aus. Mach das doch nochmal. Stormy, wo bist du hin? Ich bin über mir. Okay. Nein, Entschuldigung. Alles gut. Ich dachte, ich bin hinter dir reingesprungen und auf einmal war ich Erster und ich habe dich nicht mehr gesehen. Stormy, ich flieg tief. Ich flieg unten knapp hoch. Drüber. Ja. Ich bin genau hinter euch. Wow. Das ist gut. Vielleicht gibt's da doch dann fliegst du fliegst links, ich flieg rechts. Okay? Ja. Okay, man muss auch gar nicht. Ah, scheiße, ich hab's verkackt. Aber der hat das als blau angezeigt. War ich wohl nicht weit genug gedreht. So, jetzt bitte nicht wieder gegen das Schild, danke. Beinig, glaube ich. Wow. War knapp am Schild vorbei. Und er hat's voll bei mir nicht. Tschüss, Jalk. Nicht. Nein. So, jetzt. Schön weiterfahren. Hallo, Fjalk. Ziel. Ich glaub's ja nicht. Geilo. Nicht schlecht, Stormy. Jetzt fängt's ja an zu ruckeln. Yay. Ein verdientes Rennen. Ja, keine Ahnung, woran das bei dir momentan liegt. Oh, ey. Und vor allem Stormy sagt auch noch, nicht gegen Schild springen. Was mache ich? Ich fahr schön mittig auf das Schild zu. Immer draufgezogen. Aber gratuliere, Stormy. Das war echt ein verdienter Sieg. Und wohlgemerkt, ich habe fair gespielt. Ich hätte Chancen gehabt, vermutlich hätte ich es provoziert, mit dir in Kontakt zu kommen. Aber dann wärst du selber auch abgeschmiert, deswegen hast du das nicht gemacht. Ja, natürlich. Ja, aber trotzdem bin ich ja Dritter geworden. Was lernen wir daraus, wenn ich versuche fair zu spielen, verkacke ich. Nicht zwangsläufig. Liebe Kinder. Wärst du nicht gegen das Stoppschild zu fliegen, das ist die. Das ist die Lesson hier, die was ist Lesson auf Deutsch? Das ist die Lektion, die wir heute lernen. Wer ehrlich spielt, verliert. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye. Rutscht gut.